Beamen, ja, das kennen wir alle von Star Trek und Co. Und tatsächlich ist Beamen möglich, zunächst mal mit Quantenzuständen. Und das gilt auch als die Schlüsseltechnologie für Quantenkommunikationsnetzwerke. Doch das große Problem, bislang ist man hierbei immer noch weitestgehend auf den Zufall angewiesen. Doch damit ist jetzt Schluss. Einem österreichischen Forschungsteam gelang nämlich ein spektakulärer Erfolg. Und ob und wann das Beamen von Menschen möglich ist, das erfahrt ihr jetzt in Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es jeden Tag spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Beamen oder Teleportation, wie es auch genannt wird, ist ja wohl bei weitem das beste Transportmittel, was man sich überhaupt vorstellen kann. In der Theorie gibt es gleich zwei Möglichkeiten, die die Teleportation möglich machen könnten. Dazu müsste eine Person entweder in Daten übertragen werden, um dann am gewünschten Zielort wieder zu einer physischen Masse verwandelt zu werden. Oder aber die Masse müsste am Ausgangsort komplett abgebaut werden und dann am gewünschten Ort wieder rekonstruiert werden. Auch wenn das erst einmal total unrealistisch klingt, ist das in der Theorie sogar mit den Gesetzen der Physik vereinbar. Konkret geht es dabei um das Phänomen der sogenannten Quantenverschränkung. Vereinfacht gesagt, teilen sich hierbei zwei Teilchen denselben Zustand und das, obwohl eine große Distanz zwischen ihnen liegt. Forschungsteams weltweit setzen große Hoffnung in diese Technik, denn darauf basierende Quantenkommunikationsnetzwerke könnten es in Zukunft möglich machen, auch über sehr große Distanzen 100%ig sicher verschlüsselte Nachrichten zu übertragen. In dem Prozess werden verschränkte Paare von Photonen benötigt. Diese stammen aus nichtlinearen Kristallen, in denen ein einziges hochenergetisches Photon in zwei verschränkte Photonen niedrigerer Energie aufgespalten wird. Doch der Zufall stellte diesen Forschungsbereich noch vor eine riesige Herausforderung, denn er alleine entschied bislang darüber, wann ein geeignetes Photonenpaar entsteht. Technologische Umsetzungen waren somit bislang, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Einem Forschungsteam aus Linz ist es jetzt aber gelungen, den Zufall bei diesem Prozess zu umgehen. In ihrem Experiment schafften es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, verschränkte Photonen quasi auf Knopfdruck zu erzeugen. Konkret nutzen sie winzige Quantenpunkte, eingebettet in Halbleiterkristallen. Dazu wurde ein Aluminium-Gallium-Arsenid-Kristall verwendet, in dessen Oberfläche ein symmetrisches Loch geätzt wurde. Aufgefüllt wurde es mit reinem Gallium-Arsenid. Somit schaffte das Forschungsteam eine hohe Symmetrie und Reinheit der Quantenpunkte, was ihnen letztendlich wohl auch zu ihrem Erfolg verhalf. In ihrem Experiment regten sie die Quantenpunkte durch Laserpulse an und brachten sie somit dazu, zwei verschränkte Photonen abzugeben. Dazu einer der beteiligten Forscher, Markus Reindl. Das funktioniert im Grunde auf Knopfdruck. Jeder Laserpuls erzeugt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ein Photonenpaar, das wir dann für die Teleportation nutzen können. Somit wurden tatsächlich Quantenobjekte on demand erzeugt, laut den Angaben des Forschungsteams weltweit eine Premiere. Auch wenn es noch einige Schwachpunkte zu beheben gibt, einige Photonen werden kurz nach ihrer Erzeugung von dem System verschluckt, was natürlich einen Nachteil darstellt. Das Ergebnis jedenfalls macht große Hoffnung auf einen technologischen Einsatz von Quantenpunkten in naher Zukunft. Dies würde die Quantenkommunikation wiederum einen riesigen Schritt nach vorne bringen. Für die Teleportation, wie wir sie auf Filmen wie Star Trek kennen, bedeutet dies allerdings keinen wirklichen Fortschritt, um diese umzusetzen. Und wenn es nur um ein winziges Staubkorn geht, sind unsere technischen Möglichkeiten bisher einfach noch längst nicht ausgereift genug. Ein britisches Forschungsteam hatte vor einigen Jahren einmal grob überschlagen, dass das Beamen eines Menschen nicht nur Millionen Jahre dauern würde, sondern es auch der Stand der Technik heutzutage nicht wirklich zulässt, diese Person sinnvoll von Standort A zu Standort B zu übertragen. Denn die Teleportation bräuchte einfach eine viel zu enorme Datenmenge. Die nächste große Frage wäre außerdem, ob man diesen Prozess überhaupt überleben könnte und wäre die Person nach der Teleportation überhaupt noch dieselbe. Trotz dieser vielen unzähligen ungelösten Aspekte zu diesem Thema gibt es einige Fachleute, die dennoch optimistisch sind. Dazu gehört beispielsweise der US-Physiker Michi Okaku, der davon ausgeht, dass es uns Menschen spätestens im nächsten Jahrhundert gelingt, uns zu teleportieren. What? Ja, wenn ihr die Ersten sein wollt, die davon erfahren, dann folgt mir auf WhatsApp. App, dann da bekommt ihr, also hier klicken, da bekommt ihr alle Infos vor allen anderen exklusiv von mir persönlich. Einfach hier draufklicken und ganz wichtig, meine Nummer unbedingt in euren Kontakten abspeichern. Wir hören uns, sehen und schreiben uns dort. Bis dann.
bleibt dran.